Hallo liebe Mitglieder, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Wohnzimmer-Workouts. Heute mal nicht im Enjoy, heute mal in meinem Wohnzimmer. Ja, vielleicht seid ihr auch über die Feiertage ein wenig eingerostet und irgendwie zwickt und zwackt es an manchen Stellen. Wenn das der Fall ist, habe ich heute genau das Richtige für euch. Ich möchte heute mit euch mal ein bisschen dehnen und stretchen für den ganzen Körper. Ja, das könnt ihr einfach zwischendurch mal machen, wenn euch danach ist. Oder auch einfach hinter einem anderen Workout dranhängen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir legen sofort los. Viel Spaß. Zuerst einmal setzt ihr euch in einen ganz bequemen Schneidersitz. Und legt einfach mal eure Hände auf eure Knie, zieht die Schultern tief und lasst sie ganz entspannt hängen. Richtet euch im Oberkörper dabei schön auf und lasst jetzt mal den Kopf zur rechten Seite gehen. Halt die Schultern dabei tief und ein rechtes Ohr zieht zur rechten Schulter und dort hältst du jetzt auch einfach mal an. Kannst deine Augen dabei auch schließen und einfach mal genießen und die Dehnung in der linken Seite hier spüren. Da kommst du ganz langsam aus der Dehnung raus. Und gehst rüber zur linken Seite, hältst die Schultern wieder schön tief, bleibst aufrecht in deiner Wirbelsäule. Und nimmst auch hier jetzt mal in der rechten Seite die Dehnung wahr. Zur Mitte zurückzukehren, dein Kinn mal in Richtung Brustbein abzusenken und dann auch hier wieder mit gerader Wirbelsäule und tiefen Schultern mit deinem Kinn von der rechten Schulter zur linken Schulter zu wischen. Dein Kinn hältst du schön eingezogen. Und gehst ganz langsam von rechts über die Mitte nach links. Kehrst du wieder zur Mitte zurück, richtest deinen Kopf wieder auf, schaust gerade nach vorne, bringst mal deine Fingerspitzen an deinen Hinterkopf, öffnest mal schön die Ellenbogen, ziehst die Schulterblätter hinten zusammen, machst dich auch hier wieder schön gerade und hältst hier einmal die Position. Und spürst mal deine obere Rückenpartie. Und nun langsam wieder zu lösen, die Ellenbogen nach vorne zu bringen, den Kopf einzurollen und so tief zu gehen, wie du kannst und wie es für dich noch angenehm ist. Mach dich einfach mal ganz klein. Und rollst dich dann wieder auf. Bringst die Arme wieder über die Seiten, tief nach unten. Bringst jetzt einmal deinen rechten Arm zur linken Seite und umgekehrt. Und
ziehst dich mal so richtig schön in die Flanken, in die Länge. Stützt dich dann immer mit einer Hand am Boden ab und machst dich richtig lang. Um dann auf der rechten Seite anzuhalten. Und wenn du magst, kannst du jetzt von deiner Hand auf deinen Unterarm wechseln und hier mal halten und dich richtig schön lang machen. Und dann langsam über die Mitte zur anderen Seite zu kommen. Erst auf der Handfläche. Und wenn du magst, kannst du dann wieder auf deinen Unterarm gehen, um wieder etwas mehr Länge zu bekommen. Und kommst dann langsam wieder zur Mitte zurück und rollst mal deine Schultern. Von vorne nach hinten. Ein letztes Mal. Schultern wieder tief ziehen. Um jetzt diagonal deine linke Hand auf deinem rechten Knie zu platzieren. Auch hier wieder aufrichten. Und die rechte Hand stellst du hinter deinem Gesäß ab. Und dich jetzt mal zur rechten Seite zu verbringen. Und deinen Blick über die rechte Schulter zu bringen. Schau nach hinten. Ganz langsam aus dieser Verbringung wieder heraus und wechsel die Seite. Rechte Hand aufs linke Knie, erst wieder aufrichten, schön gerade machen. Linke Hand hinterm Gesäß platzieren und dann verbringst du dich nach links und schaust wieder zurück über deine linke Schulter. Ganz langsam kommst du auch hier wieder zur Mitte zurück und atmest hier mal ein. Einatmen über die Seite hoch und ausatmen über die Seite wieder tief. Atme noch einmal ein und halte die Arme jetzt oben. Mach auch die Finger mal ganz lang und spreize sie auseinander. Dann ziehst du dich noch mal etwas. Von rechts nach links in die Länge. Kann auch schon mal knacken. Um dann die Arme wieder über die Seiten nach unten zu bringen. Und jetzt die Hände hinterm Rücken zu verschließen. Du bringst die Finger hinterm Rücken ineinander. Ich drehe mich mal um. Und wenn du kannst, die Handballen noch aneinander drücken und die Arme vom Körper wegstrecken. Schultern wieder tief. Brustbein schön aufrecht halten, Schultern tief und deinen Blick kannst du jetzt auch mal zur Decke bringen.
dann langsam zu lösen und die Schultern noch ein letztes Mal zu kreisen. Jetzt atmest du hier noch einmal ein. Und mit der Ausatmung lässt du dich einfach mal nach vorne sinken. Und spürst mal die Dehnung in deinem Gesäß. Lass auch den Kopf einfach nach unten sinken, damit sich auch dein Hals entspannen kann. Rollst du dich mal mit rundem Rücken wieder auf und verschränkst jetzt mal die Beine genau andersherum. Richtest dich wieder auf, atmest nochmal ein und mit der Ausatmung lässt du dich nochmal schön absinken, machst dich ganz rund und gehst einfach so tief, wie es für dich möglich ist. Ruhst dich dann langsam wieder auf und öffnest mal deine Beine zu einer weiten Grätsche. Auch hier einfach so weit, wie du kannst. Achte hier mal darauf, dass auch deine Beinrückseite den Boden berührt. Wenn das so weit nicht klappt, dann einfach ein bisschen enger. Hauptsache, die Beinrückseite kannst du am Boden ablegen. Setz dich dann erstmal wieder schön gerade auf deine Sitzbeinhöcker, die spürst du am Boden. Ziehst auch mal hier deine Fußspitzen zu dir ran. Schultern wieder schön tief absinken lassen. Und dich dann einmal mit geradem Rücken nach vorne zu bringen. Du wirst sofort die Dehnung in der Oberschenkelinnenseite spüren. Geh nur so tief, wie es für dich angenehm ist. Du kannst auch vielleicht mit deinen Händen noch etwas weiter nach vorne gehen. Der eine oder andere kommt etwas tiefer. Und dann kommst du langsam aus der Dehnung heraus. Gehst mal zu deinem rechten Bein herüber und gleitest einfach mal mit deinen Händen in Richtung Fuß. Hier ist auch wieder ganz individuell, wie weit du kommst. Geh einfach so weit, wie es für dich angenehm ist. Und zieh dich mal entweder an deinem Knie, an deinem Unterschenkel oder vielleicht auch am Fuß etwas mit dem Oberkörper zum Bein heran. Um dann auch hier nochmal verstärkt die Beinrückseite wahrzunehmen. Kommst langsam aus der Dehnung wieder heraus und gehst jetzt nochmal in die Mitte. Vielleicht klappt es beim zweiten Mal oder etwas besser und du kannst etwas tiefer gehen. Die Beinrückseite schön in den Boden drücken und die Fußspitzen immer schön zu dir ranziehen. Kommst langsam wieder aus der Dehnung heraus und
jetzt ist die linke Seite dran. Du gleitest wieder mit deinen Händen in Richtung Fuß und ziehst dich hier wieder schön ran. Langsam löst du auch hier wieder auf und gehst ein letztes Mal in der Mitte tief. Komm langsam wieder zurück. Und jetzt bring mal deinen rechten Fuß an deine linke Oberschenkelinnenseite. Setz dich wieder schön gerade dabei hin. Zieh die linke Fußspitze zu dir ran. Linker Arm gleitet langsam zum linken Fuß und der rechte Arm geht über die Flanke zum linken Fuß. Du musst ihn nicht berühren. So reicht völlig aus. Jetzt einfach nochmal hier die Dehnung in der rechten Flanke zu spüren. Du kannst dich auch an der Fußaußenseite etwas ranziehen. Und dann löst du langsam die Dehnung wieder auf und wechselst einmal die Seite. Linker Fuß an die rechte Oberschenkelinnenseite. Rechte Fußspitze zieht wieder schön ran. Rechte Hand gleitet zum rechten Fuß und mit dem linken Arm lässt du dich wieder schön über die Seite zum rechten Fuß herüber sinken und versuchst mal wieder dein Knie in Richtung Boden zu drücken. Du kannst dich auch hier wieder mit der rechten Hand an deiner Fußaußenkante ranziehen und halten. Vielleicht kommst du auch an deinen Fuß heran. Dein Blick geht in Richtung Decke. Um dann langsam wieder aufzulösen und einmal durchzuatmen. Jetzt bringst du mal deine Fußsohlen aneinander